Hallo Jungs und Mädels, Corvex von THR Gaming wieder zurück und heute habe ich ein Thema, was mich in den letzten 2 Tagen ein bisschen beschäftigt hat und zwar H1Z1 oder H1Z1 von SOE, also Sony Online Entertainment. Und dieses Spiel ist gerade kürzlich in die Early Access Phase übergetreten und dementsprechend ist es erhältlich. Was ich vorne wegnehmen muss, ist die Tatsache, ich habe dieses Spiel nicht gespielt. Ich habe jedoch 5 Stunden und mehr Livestreams dazu angeguckt und unzählige Videos mir dazu angeguckt. Und was ich sehe, konstant ist immer dasselbe. Und ich möchte jetzt kurz auf dieses Thema eingehen. Zum einen auf die Tatsache, wie mit Early Access heutzutage überhaupt umgegangen wird. Und auf der anderen Seite, wie dieses Spiel richtig, richtig schlecht ist und wie ihr absolut die Finger davon lassen solltet, zumindest bis es aus der Early Access Phase rauskommt und zumindest bis zu dem Punkt, wo es dann kostenlos erhältlich ist. Also fangen wir an. Wo fangen wir am besten an? Ja, was ist H1Z1 überhaupt? Das ist so ein Spiel, was auf den Hypezug der ganzen Zombie-Survival-Spiele aufgesprungen ist, weil man weiß ja, heutzutage kann man von Zombie-Survival-Spielen nicht genug kriegen. DayZ hat es vorgemacht, danach kamen die ganzen Infestations und Nethers und andere Bullshit-Spiele, die jeweils auf diesen Hypezug aufgesprungen sind und keines dieser Spiele hat im Prinzip richtig überzeugen können. Am allerwenigsten das große Original DayZ als Standalone. Aber H1Z1 ist noch eine ganze Ecke schlechter und das ist das, was ich heute ansprechen will. Ja, so viel sei mal vorweg zu diesem Spiel gesagt. Was halt spannend ist an dieser Geschichte ist, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, was 19 Euro kostet, glaube ich, in Steam. Ich kontrolliere gerade mal kurz. Ich öffne kurz mein Steam. Ist ja mittlerweile, da es ja gestern erschienen ist, wahrscheinlich auf der meistverkauften Spieleliste von Steam oder beziehungsweise ganz vorne mit dabei, nehme ich jetzt mal an. Aber bei Topsellers, ich scrolle gerade runter. Gucken wir ganz kurz. Topsellers, Tatsache, an zweiter Stelle 19,99 € kostet ein Free-to-Play-Spiel. Überlegt euch das mal. Die Tatsache ist, dass ihr 19 oder 20 Euro ausgibt, um ein Spiel zu spielen, was nicht fertig ist, was voller Bugs ist, was grottenschlecht aussieht. Also ehrlich gesagt, die Grafik von dem Spiel, das sieht aus wie ein Spiel von vor 10 Jahren und nicht wie ein Spiel von 2015. Regeneffekte, die aussehen wie aus der DirectX 8-Ära und Texturauflösung, die aussieht wie, keine Ahnung, wie hingekotzt und hingeschissen. Ich sag's mal so, wie es ist. Zusätzlich bezahlt ihr dann noch 19,99 €, um dieses Spiel in dem scheiß Zustand zu spielen, in dem es sich aktuell befindet. Ja, und dem noch nicht genug, weil Sony Online Entertainment hat ja, man muss sagen, das ist keine schlechte Bude, wenn man so will. Die haben ja mit Planet Side 2 einen ziemlichen Hit gelandet. Das Spiel wird auch heute noch weitgehend gespielt, weil es eigentlich auch cool ist. Aber die haben den Bogen brutalstens überspannt, möchte ich mal sagen. Warum? Weil, abgesehen davon, dass man 20 Euro bezahlt, um ein Spiel zu spielen, was nicht fertig ist, ist es ein absolutes Pay-to-Win-Spiel. Also mit den 20 Euro, die ihr ausgibt, kriegt ihr zwei Kisten und einen Schlüssel mit dazu und halt die Tatsache, dass ihr das Spiel in der Early Access Phase spielen könnt. Okay, diejenigen, die unter euch, die jetzt in Mathe nicht einen Fensterplatz hatten, haben schon was bemerkt. Zwei Kisten, ein Schlüssel. Aha. Okay, ein Schlüssel. Die Schlüssel braucht ihr natürlich, um die Kisten zu öffnen. Jetzt ist es so, ihr könnt an jeder Stelle, wo ihr gerade seid auf der Map, könnt ihr einen Airdrop beordern, sofern ihr das gekauft habt. Jetzt fliegt dann praktisch eine Kiste aus dem Himmel runter vor eure Füße und mit dem Schlüssel, den ihr habt, wenn ihr noch einen habt, könnt ihr die Kiste öffnen. Was ist in der Kiste drin? Gesagt wurde von Sony Online Entertainment, dass in der Kiste weitgehend kosmetische Items drin sind, sprich Hüte, Anziehungsgegenstände, Anzugsgegenstände und so weiter und so fort. Was aber tatsächlich drin sind High-End-Waffen, also Sturmgewehre, Pistolen, was auch immer. Was natürlich einem allgemeinen Spieler einen riesen Vorteil verschafft gegenüber einem jeden anderen Spieler, der diese 5 Euro nicht ausgibt, um sich den zweiten Schlüssel zu kaufen, beziehungsweise um sich die Schlüssel zu kaufen für die Kisten. Das ist ja natürlich eine Riesenverarsche. Also abgesehen davon, dass ihr wirklich schon Geld ausgibt, um das Spiel in einer Scheiß-Situation zu spielen, bezahlt ihr noch obendrauf, um Kisten zu öffnen für ein Spiel, was Free-to-Play ist und angeblich kein Free-to- kein Pay-to-Win. Aber das ist totaler Bullshit. Also
Entweder ihr gebt Geld aus oder ihr könnt stundenlang durch die Welt eiern und euch an Blackberries vergreifen, die an irgendwelchen behinderten Büschen am Waldesrand wachsen, weil ihr sonst verhungert. Also die Tatsache ist, diese Welt ist riesig, diese Welt ist aber gleichzeitig auch total leer. Da gibt es praktisch nichts zu looten. Man findet so gut wie gar nichts. Das Essen und Trinken, was eine Grundsatzvoraussetzung ist, damit euer Charakter nicht stirbt, das ist richtig aufwendig, den ganzen Scheiß zu finden, weil ihr findet sozusagen nichts. Das heißt, am Ende läuft das Spiel darauf hinaus, Blackberries und Sticks zu sammeln. Also Sticks braucht ihr für Pfeil und Bogen, also für die Pfeile, für den Pfeil, Bogen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Geschichten am Ende gibt es so eine Art Minicrafting-System. Das ist auch der einzige positive Punkt an diesem Spiel, ist die Tatsache, dass es eine Art Crafting-System gibt, das aber nicht im herkömmlichen Sinne funktioniert, sondern dass ihr die Rezepte praktisch rausfinden müsst, indem ihr Items aus eurem Inventar in einen so einen Zufallsgenerator reinzieht und dann guckt, was da für Rezepte bei rauskommen. Das ist wirklich der einzige positive Punkt an diesem Spiel, weil sonst den ganzen Rest könnt ihr vergessen. Es sieht scheiße aus, es spielt sich scheiße, man hat wirklich brutalste Serverprobleme. Spieler kommen teilweise über 2 Stunden nicht auf einen Server drauf, weil die Server total überlastet sind. Und wenn man mal auf dem Server drauf ist, dann läuft das ganze Spiel statt auf diese Zombie-Apokalypse-Story hinaus, läuft es darauf hinaus, dass man im Prinzip wieder dieses ganze Hack and Slay beziehungsweise dieses KOS Kill on Sight hat, wie man es schon aus DayZ kennt. Also, dass jeder Arsch, der einem über den Weg läuft, eigentlich direkt mal versucht, einem die Haut über die Ohren zu ziehen. Und das ist einfach total unlustig, das Spiel zu spielen. Also, Leute, ich sage das jetzt, ich habe dieses Video nur gemacht, um meinen Leuten, beziehungsweise den Leuten, die meinen Kanal folgen oder den Leuten, die meinen Kanal abonniert haben, absolut davon abzuraten, dieses Spiel in einer allgemeinsten Art und Weise anzufassen. Lasst die Finger davon. Bitte, bitte lasst die Finger davon. Total rausgeschmissenes Geld, die 20 Euro. Man kauft euch lieber mit den 20 Euro Arma 3 und spielt dann Breaking Point, was 1000 Mal besser ist als H1Z1. Auf jeden Fall Finger davon lassen. Das ist mein Tipp an euch. Ihr könnt mir später danken. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch darüber aufregt, dass ich dieses Spiel nicht gespielt habe und mir trotzdem ein Urteil darüber erlaube. Ist mir egal. Schreibt es unten in die Kommentare. Hatet mich. Ist mir total wurscht. Ich bin der Meinung, man muss einfach die Leute darauf aufmerksam machen, wie asozial große Firmen oder auch Indie-Entwickler mittlerweile mit dem Thema Free-to-Play bzw. Early Access umgehen, weil das ist die größte Verarsche, die es aktuell gibt. Von daher Finger weg von H1Z1. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir dann mal nach oben da und abonniert meinen Kanal. Dann seht ihr auch in Zukunft solche Videos von mir und bis zum nächsten Mal. Kovex von TIR Gaming out.